Yo, hallo liebe Musikproduzenten, Musikproduzentinnen, mein Name ist Sibu Beats und heute gibt es endlich mal wieder einen weiteren Part von Blutiger Anfänger. Nämlich ist das jetzt, glaube ich, der Part 5. Es kam jetzt schon länger kein Part mehr, weil ich hatte ja zwei Tracks, an denen ich gearbeitet habe. Nämlich war das einmal Diligence und Track Away. Die beiden sind jetzt fertig hochgeladen und alles. Und ich bedanke mich erstmal für die ganzen kalten Kommentare darunter. Ihr habt die Tracks ja eigentlich ziemlich doll gelobt, was mich auch sehr gefreut hat. Ja. Auch überhaupt hier erstmal Danke an 47 Abonnenten. Ich werde, denke ich, mal ein kleines 50 Abonnenten-Special machen. Nämlich werde ich hier die FLP da veröffentlichen. Da kann sich die jeder mal runterladen. Falls ihr nicht Bock hat, hier alles abzuschreiben, also vorausgesetzt, ihr schreibt das ab, ist mir eigentlich relativ egal, was ihr damit macht. Ja, also ich werde den dann halt releasen, also veröffentlichen und dann kann sich die jeder runterladen und mal schauen, wie ich das hier so, ja, halt selber mal durch die FLP hier so durchblättern. Normalerweise mache ich sowas ja nicht so gerne, FLPs veröffentlichen und so, weil ich finde, die FLP ist immer so das Abbild von einem selbst und das sollte man nicht jetzt unbedingt jedem zeigen und alles. Halt nur den Leuten, mit denen man jetzt zum Beispiel ein Featuring macht oder so. Aber hier mache ich jetzt einfach mal eine Ausnahme. Und ja, also in diesem Part jetzt werden wir die Bässe machen. Also für den Drop jetzt. Die Bässe, Wobble Bass, hier so ein paar, keine Ahnung, Joy-Sounds oder so. So halt. Ja, so Dubstep-Bässe eben. Dann wurde in den Kommentaren erwähnt, dass ich mal mit Vocals was machen soll. Das kann ich jetzt relativ schlecht machen, weil erstens, ich brauche natürlich erstmal überhaupt Vocals, die überhaupt zu den Noten hier passen. Das habe ich natürlich nicht so einfach. Dann will ich jetzt probieren, das Ganze mit einzelnen Vocal-Blips quasi so zu machen. Also, dass halt nur so ein Satz gesagt wird, aber das kann man hier auch finden bei den Packs, Vocals. Ja, sowas hier halt, das werde ich dann halt mit einbauen hier. Vom Drop zum Beispiel. Einen kleinen Breakdown hier noch machen mit einem Sub-Bass oder so. Ja, werdet ihr dann schon sehen. Jedenfalls will ich jetzt erstmal gucken, der Sub-Bass hier, der war mir noch ein bisschen zu laut hier im Intro. Also machen wir da jetzt erstmal eine Automation über den ganzen Track, dass das Ganze nicht so laut ist. Das war der 13. Kanal. Rechtsklick auf das Volumen, Create Automation Clip. Und dann machen wir das Ganze hier mal ein bisschen größer. So. Und dann schauen wir mal, hier spielt das Ganze rein. Dann kopieren wir uns jetzt erstmal das Volumen von hier hin, von hier vorne halt. Und fügen das hier dann ein, da wo der Sub-Bass halt einspielt. Das Ganze soll eine Hold-Kurve sein, das heißt, dass ich das Ganze einfach so nach unten ziehen kann hier. Und dann machen wir das ungefähr, ja, ich denke mal hier so hin. Mal schauen. Da ist sogar noch ein bisschen zu wenig, mal schauen so. Ja, das gefällt mir. Copy While You und dann hier hinten Paste. So. Und dann machen wir hier nochmal Copy Value und hier nochmal Paste, dass das Ganze im Drop dann richtig schön dröhnt. So soll das ja auch sein. Denn der Bass macht immer den halben Drop aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, hätten wir das mit dem Sub-Bass schon mal geregelt. Und jetzt denke ich mal, werden wir hier jetzt so einen kleinen Breakdown noch machen. Hört ihr auch eigentlich ziemlich oft bei mir, dass da halt nur noch so eine Sub-Kick spielt. Und dann danach noch ein Vocal kommt oder einfach noch ein paar Effekte oder so. Und dann es erst zum Drop kommt. Also hier haben wir jetzt schon mal FX. Ist ja ziemlich basslastig. So. Den hauen wir hier schon mal rein. Und um halt den totalen Bass-Breakdown zu machen, setzen wir hier hinter noch eine Kick. Ich glaube, das war die Kick hier, ne? Ja, das war die Kick. Setzen wir hier noch eine Kick. Und dann nehmen wir uns hier noch den Sub-Bass. So, hier. Wo war der? Hier. So. Machen das Ganze hier kürzer, dass das Ganze nur noch ein Bar lang ist. Und dann markieren wir uns den Bereich von 61 bis 62.
gehen auf den Zappas-Kanal und, ach nee, das brauchen wir nicht mehr zu machen, denn wir haben hier das Volumen schon sowieso drinne und dann können wir uns hier nochmal das Volumen genauso, nee, nicht genauso, sondern hier Single-Kurve anklicken wieder und dann lassen wir den Zappas hier ganz langsam auslaufen. Das ist, sieht dann ungefähr so aus. So, natürlich muss die Kick dann wieder ordentlich mit reinpanschen, so. Genau. Ja, so in etwa. Wir können uns hier sogar nochmal ein Unikat machen von dem Sub-Bass und den dann hier so nach unten sliden lassen, indem wir hier dieses Slide-Tool anklicken und dann auf E2 runtergehen. Und ich werde gerade auf WhatsApp angeschrieben, dann super. Ungefähr so. Noch das Volumen ein bisschen, vielleicht so ein bisschen höher. Jawohl, so wollen wir das haben. So ein richtig schöner Bass-Breakdown. Dann kopieren wir uns wieder das Volumen von hier und fügen es hier wieder ein, damit wir eben das Standard-Sub-Bass-Volumen dann wieder im Drop haben. So. Ja. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich bin ein bisschen erkältet. Falls ich husten muss, tut es mir leid. Ich versuche es zu unterdrücken. Und wir schauen jetzt mal, was wir hier noch für ein Vocal hin klatschen könnte. Nee, das habe ich nicht verwendet. Das habt ihr gar nicht. Packs, Vocals und dann mal schauen. Baby. Ja, oh, nee, noch nicht wirklich cool. Was ich übrigens auch nochmal sagen sollte, ist, ich nehme das ganze Volumen, also die ganze Lautstärke von FL Studio über meine Boxen auf. Also mit dem Mikrofon nehme ich das auf und das wird halt. Oh, ich erkläre schon wieder so scheiße. Von den Boxen aus nehme ich es mit dem Mikrofon auf, deswegen ist es auch so leise. Das tut mir leid, ich habe keine andere Möglichkeit, denn Fraps recordet den FL Studio Sound irgendwie nicht. Finde ich relativ komisch, falls da irgendjemand eine Lösung hat, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich echt freuen. Denn so ein nices Volumen ist nicht immer unbedingt optimal. Ja, aber ihr werdet den Track ja sowieso später noch komplett fertig sehen, von daher suche ich jetzt einfach mal weiter. Na, es hätte schon was, so ein leichtes A oder so. Mal schauen. Hören wir uns jetzt einfach nochmal das Building an. Ja, zum Beispiel könnte man eigentlich nehmen, benennen wir das Ganze mal um in Vocals. Und laden das mal auf den 26. Kanal hier rein. Hier nehmen wir einen kleinen EQ, nehmen ein bisschen die Höhen runter, pushen hier die 300 Hz Frequenzen und schneiden komplett die Tiefen weg. Und vielleicht auch noch hier die 3000 Hz Frequenzen ein bisschen boosten. Ja, so ungefähr. Dann könnte man hier noch einen Reverb drauf tun. Und noch ein Stereo-Enhancer. Ja, so ungefähr. Und ja, hören wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Na, natürlich ist das noch viel zu laut hier. Ja, so ungefähr könnte man das jetzt lassen. Also, dann brauchen wir hier noch ein kleines Reverse-Ding, sowas hier. Könnte man eigentlich dafür benutzen. Nehmen wir das einfach mal so. Ja, passt so. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen dürftig. Nur leider, ich könnte jetzt vielleicht kurz mal was erklären zu Vocals, so ganz nebenbei. Allgemein zu Vocals. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so ins Video reinpasst. Aber wenn ich jetzt mal kurz die FLP von Diligence öffne, hier. Kann ich euch das ja mal kurz zeigen, wie ich das Ganze so allgemein gemacht habe? Dauert jetzt kurz das Laden. Ach so, da bin ich wieder. Das Laden hat ein bisschen zu lange gedauert, deswegen habe ich hier jetzt einen kleinen Cut gemacht.
Wir befinden uns jetzt in der FLP von Diligence und jetzt werde ich mal ein bisschen was zu den Vocals hier erklären. Das hier sind die Vocalspuren und ich werde jetzt einfach mal so einzeln durchlaufen lassen, noch ein bisschen ranzoomen und ich mal so erklären, wie ich das Ganze so gemacht habe. Also was wir hier haben immer, bevor die Vocals einspielen, ist so ein kleiner Reverse-Effekt. Der war bei den Vocals dabei. Man kann ihn aber auch ganz einfach selber machen mit Edison. Aber das dauert jetzt ein bisschen zu lang, deswegen werde ich das jetzt nicht zeigen. Also hören wir jetzt einfach mal so rein. Also was natürlich erstmal ganz wichtig ist, dass ihr das Ganze zeitlich richtig engagiert. Denn es wird zwar gesagt, die Vocals laufen auf 140 BPM, aber das Ganze passt natürlich nicht immer ganz in den Track rein. Deswegen habe ich hier auch oft mit dem Schneidewerkzeug hier ein bisschen rumgearbeitet und das somit zeitlich angepasst. Hier auch überall. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, das ist echt extrem wichtig, weil nachher passt das einfach nicht in den Track rein und dann hört sich das alles total scheiße an. So, wenn wir jetzt mal auf den Mixer gucken von den Vocals, habe ich hier ein EQ, ein paar Frequenzen korrigiert. Habe ich noch ein Reverb drauf, noch mit einem anderen Reverb hier, so noch mit einem anderen EQ übergearbeitet und ja, was auch wichtig ist, wenn ihr mit ganzen Vocal-Phasen arbeitet, dass ihr natürlich die richtigen Noten finden müsst. Was ein ganz leichter Trick ist, dass wenn ihr einfach hier euch einen New Tone reinladet, hier, das ist das hier. Und einfach die Vocalspur reinzieht, das zeigt euch dann die Noten an, die die Vocals haben. Und somit kann man auch ganz einfach anhand dessen eine Melodie erstellen. Soviel zu dem Thema. Da ich jetzt ja nur in der blutigen Anfänger-Dubstep-Produktion mit solchen kleinen Vocal-Blips arbeiten kann, habe ich euch das jetzt einmal kurz gezeigt. So, dass ihr nicht ganz so enttäuscht seid halt. Also, das hier ist jetzt dann unser Breakdown und gleich kommt dann der Drop, den wir jetzt auch direkt machen werden. Das kann jetzt auch ein bisschen dauern, denn wir brauchen natürlich erstmal ordentliche Bässe. So, wie mache ich das meistens? Ich gehe erstmal in den neuen Pattern. So. In diesem Falle Pattern 27. Und setze den hier erstmal hin. Markiere mir ein Bar. So. Und ich könnte hier schon mal die Heads hinpacken, aber die Drums, die mache ich im Pattern selbst dann nachher, weil es ist immer ganz cool, wenn Kick und Snare an dem ganzen Drop an sich angepasst werden. Ihr werdet schon verstehen, was ich meine, werdet ihr auch gleich sehen. Und jetzt machen wir hier erstmal ein paar Bässe mit einem Plugin, das nennt sich Harmor. So, und das ist an sich eigentlich eine ganz schön komplizierte Sache. Ihr könnt jetzt einfach abschreiben, wenn ihr wollt. Und wie gesagt, ich werde die FLP sowieso releasen noch. Von daher habt ihr die Presets dann auch automatisch, wenn ihr die FLP runterladet. So, also wir nehmen hier erstmal den Pitch-Regler natürlich ganz nach unten, weil das soll ja ein richtig schöner tiefer Bass werden. Hört sich auch schon relativ knackig an, soll auch so sein. Wir werden hier noch mit dem Phaser arbeiten, vielleicht auch noch mit dem Plug hier. Was wir hier jetzt erstmal machen beim Phaser ist eine Custom Curve auswählen und den Mix ganz nach oben drehen. Hört sich an sich jetzt noch relativ komisch an. Wenn wir jetzt aber mal den Speed nach oben drehen, dann hören wir schon, es wobbelt ordentlich. Und so soll das auch sein. So, resetten wir den erstmal. Und schauen wir hier mal, was hier so, was wir hier so machen können. Das wäre zum Beispiel schon mal ein ganz cooler Bass. Den würde ich hier noch mit dem Unison ein bisschen bearbeiten. Das Pen ganz nach unten hier. Ja, so zum Beispiel. Das können wir jetzt erstmal so lassen. Laden wir das Ganze erstmal in den Mixer rein. Und bearbeiten das Ganze mit dem EQ.
Die ganz tiefen Frequenzen nehmen wir komplett raus, weil wir haben ja unseren Subbass im Drop dann nachher. Und wenn Subbass und Subbass übereinander drücken, dann gibt es nur noch Übersteuerung. Deswegen rate ich euch, nehmt bei den Drop-Bässen immer den ganz tiefen Subbass-Bereich raus und pusht dafür aber die Low-Mid-Frequenzen hier so um die 100 Hertz. Hört sich dann trotzdem immer noch ganz cool an. So, die Höhen können wir ein bisschen pushen und die ganz hohen Höhen nach unten. Ja, die Mitten hier auch noch ein bisschen pushen. Ich würde hier einen Stereo-Enhancer raufpacken. Dann hört sich das Ganze viel breiter an. Und dann vielleicht noch einen Sound-Goldizer. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier. Ja, wir nehmen jetzt mal das A und drehen das hier ein bisschen weiter nach unten. Ja, so in etwa haben wir unseren ersten Bass schon mal fertig. Machen wir jetzt mal eine kleine, ja, Saw-Bass quasi, so eine, wie soll ich das erklären, so eine Chord-Basis, wo wir halt mit einem Super-Saw halt Chorde spielen. Und dann halt zwischendurch so ein paar Bässe reinspielen halt. Was ihr halt auch oft bei mir hört. Was wir dafür brauchen, ist ein bisschen Distortion hier. Findet man unter den FX-Slot. Hier würde ich dann vielleicht ja, Classic mal nehmen. Ich probiere jetzt mal so ein bisschen rum. Sowas in der Art werden wir dann machen, so mit Akkorden. Ja, soweit reicht das eigentlich schon. Und schauen wir jetzt erstmal, was wir hier überhaupt für Noten haben. Also öffnen wir jetzt mal unser Plug oder was noch besser wäre, ist unser Pad hier. Markieren uns hier alle Noten und hauen die mal in unseren Drop-Pattern rein. So. Und dann denke ich mal, spielen wir das Ganze immer nur zwei Bar, also zwei von diesen Kästchen hier an, so. Ja, so ungefähr oder vielleicht auch nur so kurz. Na, ich denke doch zwei Bar so. Ja, genau so. Laden wir das Ganze erstmal in den Mixer und hauen wir hier ein EQ rüber. Die tiefen Frequenzen nehmen wir komplett raus, auch noch ein bisschen von den Low Mids hier, von den ja halt tiefen Mitten, wie man es auch immer nennen will, pushen hier dann pushen wir hier noch ein bisschen die hohen Frequenzen und auch noch die normalen Mitten hier so. Aber dann nehmen wir auch noch von den ganz hohen Frequenzen hier ein bisschen was raus. Das Ganze ist auch noch viel zu laut, also gehen wir hier mit dem Volumen runter. Dann haben wir hier noch einen Reverb drauf. Und noch einen Stereo-Enhancer. Und noch einen Limiter. Mit dem Limiter machen wir jetzt so einen kleinen Sidechain. Wir haben hier unseren Sidechain Channel. Machen wir Rechtsklick auf dieses kleine Pfeilchen, Sidechain to the Track. Gehen in den Limiter, drücken auf Comp, ziehen hier einmal in diesem Feld einmal nach oben und drehen das Threshold runter und die Ratio nach oben. Den Sidechain machen wir hier rein. Wenn ich wüsste, wo er ist. Ist das nicht der Sidechain? Nein, das ist die Kick. Das ist der Sidechain. Den legen wir auch nochmal hier hin und dann natürlich auch im Drop. So.
Ja, okay, und jetzt können wir eigentlich schon damit beginnen, hier so ein bisschen so Variation reinzubauen, noch mit ein paar Bässen. Was haben wir hier in E? Ja, so in etwa. Dann klonen wir das Ganze hier nochmal und machen hier einen komplett neuen Sound. Presets, Default, so. Ist natürlich jetzt auch noch auf dem gleichen Kanal. Ich bin doof. Machen wir das Ganze nochmal auf einem anderen Kanal. Und dann machen wir hier jetzt so einen kleinen Bass-Stepper sozusagen. So einen gemuteten Bass, der halt so einmal kurz ausschlägt und dann wieder halt runtergeht von den Frequenzen her. Ihr werdet jetzt gleich sowieso sehen, machen wir hier erstmal wieder den Pitch ganz nach unten. Ja, sowas wie hier. Ja, genau, das will ich damit eigentlich auch erreichen. Das ist sogar schon alles und dann haben wir das auf dem 29. Kanal. Dann nehmen wir hier die ganz tiefen Frequenzen einfach komplett raus und pushen hier wieder die Low Mitten. Ja, und nehmen auch noch die Höhen hier ein bisschen runter. Dann wieder ein Stereo Enhancer. Und das Volumen auch noch weiter nach unten. Und dann kann man hier zum Beispiel so einen auf den hier machen. So ein Fill-in zum Beispiel. Das ist auch nicht so cool. Hier noch die Höhen wissen. Ja, und dann sollten wir nebenbei überhaupt schon mal mit den Drums anfangen. Hier oben in den kleinen Fensterchen ziehen wir erstmal noch um, bis wir auf einer 16 sind. Dann haben wir hier, wie viele Bars waren das nochmal? Ich glaube, das war doch ein kompletter Bar haben wir, also einen kompletten Bar haben wir jetzt komplett und hier können wir jetzt einfach Kick und Snare setzen. Also ich würde mal sagen, dass wir das, also hier ist mal eine Kick, hier eine Kick, hier eine Kick und hier eine Kick. Snare kommt wie immer natürlich hier hin. So. 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 Und so. Was mir hier gerade auffällt, die Snare ist einfach noch ziemlich erbärmlich. Deswegen wollen wir die jetzt noch ein bisschen pushen. So. Die Chorde zischen mir noch nicht genug, deswegen gehen wir hier noch ein bisschen höher. Könnte man hier natürlich über 3 und 4 Kick setzen, weil hier auch so ein Fill-in kommt quasi. Keine Ahnung, ob das ein bisschen übertrieben ist. Ich lasse es jetzt einfach erstmal so. Setzen wir noch eine Kick und dann mal schauen, was wir hier so machen. Ja, nehmen wir hier wieder den Sound und machen wir hier so ein paar kleine Spielereien. Nämlich setzen wir hier mal auf A-Ton und dann lassen wir die mal hochsliden auf B, denke ich mal. So. Und dann lassen wir das hier auch wieder runtersliden auf A. Ah, noch so ein bisschen zu übertrieben. So vielleicht. Nehmen wir uns hier nochmal wieder den Palm-Muted Bass hier so auf A. Machen wir hier so ein paar kürzere Noten.
gefällt mir noch nicht ganz. Nee, machen wir den hier doch komplett lang. Sorry, dass ich gerade so ein bisschen abgelenkt bin, aber ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. So. Okay, was ganz cool wäre, wenn wir hier jetzt noch so ein kleines Lied dazu hätten. Haben wir hier vielleicht schon einen? Ich werde hier die ganze Zeit auf WhatsApp zugeschrieben. Stimmt, wir hatten auch den Sound hier. Schauen wir mal, ob wir den hier noch mit reinbekommen. So. Ja. Okay, was ganz cool wäre, wenn der dann hier wieder so nach oben zischt, sozusagen, so ein Aua oder so. Mal schauen. Ups, was habe ich hier jetzt gemacht? So, wieder zurück. Schon ganz cool so. Nehmen wir uns hier nochmal unseren Stepper, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Machen wir das hier mal ein bisschen anders, jetzt so zum Beispiel. Dann können wir hier eine Kick setzen und hier nochmal zwei. Okay, und hier nehmen wir dann wieder den Sound auf B. Und ich glaube, den pitchen wir einfach instant hier nach oben. Ja, das ist denn jetzt unsere, also grob jetzt erstmal, unsere erste Drop Bassline. Und ich denke mal, wir lassen es jetzt erstmal dabei und der Part ist jetzt zu Ende, fertig, wie auch immer. Ich hoffe, dieser kurze Part hat euch gefallen und ja, haltet die Ohren steif und ich versuche jetzt demnächst dann ein paar mehr Videos hier wieder von der blutigen Anfängerserie zu machen und da würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!